Alle Informationen, die wir bezüglich der Zukunft von Marvel auf der diesjährigen San Diego Comic-Con bekommen haben, zusammengepackt. Das Wichtigste, was uns interessieren könnte, in diesem Video. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, die San Diego Comic-Con war wieder dieses Jahr, vor kurzem, vor ein paar Tagen mehr oder weniger, Tag der Aufnahme. Und ja, was soll ich sagen, wir sind zu bombardiert worden mit geilen Sachen. Nicht nur was Marvel angeht, allgemein was die Zukunft von vielen Filmen und Serien angeht. Und ich als alter Marvel-Fan war natürlich auch super gespannt, was wir bezüglich Marvel bekommen. Und ich kann mal so viel sagen, es ist ziemlich viel geiler Shit dabei. Ich habe mal das Wichtigste, beziehungsweise das, was für den Großteil der Marvel-Zuschauer am wichtigsten sein könnte, zusammengefasst auf kleine kurze Informationen. Und das gibt es jetzt in diesem Video und deswegen starten wir direkt mal rein. Die erste Sache, die angekündigt wurde, die wir aber auch schon wussten, ist natürlich Captain America A Brave New World oder Brave New World Captain America 4 mit dem guten Sam. Ja, den Trailer haben wir schon gesehen. Dazu gab es ein Video, ist hier irgendwo oben verlinkt. Schaut es euch gerne an. Dieser Film soll am 14. Februar 2025 in den Kinos erscheinen und das ist ja gar nicht mal mehr so extrem weit hin. Ich bin sehr, sehr überzeugt von diesem Trailer und ich könnte mir vorstellen, dass das was richtig, richtig Geiles wird. Vor allem, weil nach diesem Film mal wieder schön Marvel-typisch alles Weitere in der Zukunft aufbaut. Denn in diesem Film wird es großteils um den Kampf zwischen halt Cap und dem guten alten Red Hulk gehen, dem guten alten Thunderbolt Ross, gespielt in diesem Fall von Harrison Ford. Und ja, darauf baut auch im Prinzip der nächste Punkt auf. Also das war unser erster Punkt, wussten wir aber schon, deswegen keine große neue Information. Die nächste Information ist aber tatsächlich ganz chillig. Und zwar geht es hier um die Thunderbolts. Ja, Thunderbolts wussten wir auch, dass uns das erwartet. Kommt am 2. Mai 2025, also im Prinzip back-to-back zu Captain America, Brave New World, was ja auch passt, wegen Thunderbolt Ross. Denn die Thunderbolts sind im Prinzip eine Art Avengers-Gruppe von halt Thunderbolt Ross. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll für die, die wahrscheinlich tiefer in der Materie drin sind. Es ist nicht direkt die Avengers-Gruppe, aber es sind halt eher so, naja, ich sag mal, die nicht so netten, die eher fürs Gröbere sind. Denn als Charaktere bekommen wir in diesem Film die gute Yelena wieder. Wir bekommen Bucky wieder. Wir bekommen den guten Alexei wieder, den Red Guardian aus Black Widow. Nach langem Warten sehen wir auch endlich wieder John Walker, den ich nenne es mal Fake Captain America. Und ja, natürlich auch in dem Fall wahrscheinlich Thunderbolt Ross. Natürlich gespielt von den Schauspielern, die wir bis jetzt schon kennen und lieben gelernt haben. Ich bin ganz ehrlich, ich freue mich extrem auf diesen Film, weil es endlich nochmal vielleicht, zumindest hoffnungsvollerweise, in die Richtung von halt sowas wie Falcon and the Winter Soldier geht. Das war ja eher mal was Deepes, was Tiefgründigeres, was bisschen Dunkleres, die Art, wie John Walker halt drauf war. Ich fand's geil, ich hoffe, sie kriegen das hier gut hin. Wir werden, sage ich mal, schon den ersten Anhaltspunkt in Captain America 4 bekommen, wie halt Thunderbolt Ross als Red Hulk dargestellt wird. Und darauf aufbauend können wir ungefähr einschätzen, wie gut Thunderbolts wirklich wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mehr dazu kann ich gar nicht sagen. Als nächstes bekommen wir etwas, was wahrscheinlich viel für Furore sorgt und was auch nicht so krass neu ist. Aber wir bekommen ein paar Daten und es ist auch alles jetzt bestätigt. Und zwar geht es um The Fantastic Four First Steps. Ja, dieser Film soll am 25. Juli 2025 kommen. Also Leute, 2025 wird ein volles Jahr an Marvel-Filmen. So viel sei gesagt. Und ja, wir haben schon wieder einen Fantastic Four-Film. Ich muss sagen, ich finde die Fantastic Four nicht unbedingt krass, aber auch nicht unbedingt schlecht. Ich finde es halt nur schade, dass dieses Genre im Prinzip nie wirklich hundertprozentig aufgebaut wurde. Lag wahrscheinlich einfach daran, dass das Ding mit den Rechten ist. Marvel, Disney, Sony, alles Mögliche. Es ist ja immer Verhandlungen, ähnlich wie mit Spider-Man. Und ja, jetzt ist es offiziell. Fantastic Four, die Rechte, die Filmrechte, die Serienrechte, die allgemeinen Rechte gehören jetzt Disney. Ob das grundlegend was Gutes ist, weil Disney, sei mal dahingestellt. Aber wir bekommen endlich die Fantastic Four im MCU. Es wird wahrscheinlich die Einbürgerung ins MCU sein. Denn dieser Film soll sowieso ziemlich früh spielen und auch halt komplett neuer Cast, damit wir jetzt endlich mal eine rote Linie haben. Wen bekommen wir als Cast? Wir bekommen den guten Pedro Pascal als Reed Richards, als Mr. Fantastic. Und ich finde, das passt auch ziemlich gut. Auch wenn man sagen muss, dass Pedro Pascal, ne, ist ein guter Schauspieler, keine Frage, aber momentan wird er halt auch einfach nur wegen seinem, ich sag mal, Fame ziemlich ausgeschlachtet in jeglichen Rollen. Aber soll es nur sei ihm gegönnt und vor allem, er ist ja ein guter Schauspieler. Vanessa Kirby sagte mir so auf dem ersten Namen nichts. Die Filme, in denen sie mitgespielt hat, sagten mir dann schon eher was. Spielt die gute Sue Storm, die Unsichtbare, und da kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe ihre schauspielerische Leistung jetzt nicht so direkt vor Augen. Aber optisch passt es vor allem mit diesen, ich sag mal, jüngeren Cast. Das ist halt nicht so dieses, wie damals Mr. Fantastic sieht relativ alt aus und Sue relativ jung. Es ist gut durchmischt und es sieht auch wirklich alles in allem sehr, sehr schick aus. Vor allem, wenn es sich um den nächsten dreht, und das ist der gute Stranger Things Star Joseph Quinn.
Ja, er wird Johnny Storm spielen. Und ich bin ganz ehrlich, das wird einfach nur passen. Ich habe das Gefühl, das ist das, was wir brauchen in den Fantastic Four. Und ich muss sagen, in Stranger Things war er so gut, der kann hier einfach nur abreißen. Bin ich der festen Überzeugung. Und das Ding, The Thing, wird gespielt von, sorry, wenn ich den Namen ablesen muss und vor allem, wenn ich ihn wahrscheinlich komplett falsch ausspreche, er wird gespielt vom guten Ebon Moss Bachraj Babarash. Ich habe keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Der sagt mir auch gar nichts, rein vom Namen her und rein optisch nicht. Ich habe nur gelesen, dass das sehr viele Fans irgendwie begeistert hat. Ich habe da nichts gesehen, aber hey, wird ja wohl einen guten Grund haben, warum viele Fans sich freuen. Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist. Vielleicht auch einfach nur, weil ich ihn nicht wahrgenommen habe als diesen Typen. Naja, an für sich, der Cast nebeneinander sieht ziemlich gut aus und ziemlich vielversprechend aus. Und ich glaube, das könnte ein guter Film werden, vor allem, weil es halt wirklich die Einführung in das MCU ist. Weil da geht es jetzt auch weiter. Wir bekommen halt Captain America, dadurch die Thunderbolts. Wir bekommen Fantastic Four, dadurch bekommen wir einen gewissen Schurken, der jetzt gleich auch erwähnt wird. Aber vorher gibt es eine andere Info, und zwar Blade. 7. November 2025. Ich bin ganz ehrlich, ich war nie ein großer Blade-Fan. Die Blade-Filme sind zwar sehr gut und ich wusste bis nicht vor kurzem, aber ich wusste sehr, sehr lange nicht, dass es überhaupt Marvel ist. Und wir bekommen hier vielleicht was, was wirklich in die Splatter-Richtung geht, was ich ziemlich gut fände, weil das ist das, was ich in Marvel wirklich vermisse momentan. Einfach ein bisschen mehr Brutalität, ein bisschen mehr Düsternis. Es soll nicht immer alles kinderfreundlich und familienfreundlich sein. Gibt dem Blade eine gute Chance und vor allem auch direkt ins MCU mit einarbeiten, dass wir nicht wieder 20 Schauspieler für eine Rolle irgendwann bekommen. Es könnte gut werden. Aber jetzt kommen wir zur größten News des Abends, beziehungsweise größten News der Comic-Con. Und was soll ich sagen? Es ist einfach wirklich episch und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die meisten Leute auf das Video geklickt haben. Und zwar wurde der nächste Avengers-Film angekündigt und geplant war ja zeitlang Avengers Kang Dynasty oder Kang Dynasty, in dem durch Ant-Man Kang the Conqueror als großer Bösewicht aufgebauscht wurde, um halt der große nächste Feind zu werden, ähnlich wie Thanos. Hätte gut funktioniert, hat es leider nicht, da die Probleme, die Prozesse mit dem Schauspieler, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, das ist jetzt in dem Fall total interessant, der Schauspieler wird leider nicht mehr diese Rolle spielen, auch wenn ich ihn sehr, sehr in diese Rolle mochte. Unabhängig davon hat sich Marvel von ihm getrennt und deswegen musste was Neues her. Und dann kamen die Gerüchte langsam aber sicher, und zwar, dass es um Dr. Doom geht, um Avengers Doomsday. Und allein dieser Name verspricht schon wirklich sehr, sehr viel, weil Dr. Doom ist ein guter Schurke. Vor allem wurde er bis jetzt nie so mächtig und cool und vor allem krass dargestellt, wie er es eigentlich sein müsste. Die Regie dieses Films wird wieder mal von den Russo Brothers geführt und das ist etwas sehr, sehr Gutes. Diese zwei Leute haben Marvel sehr, sehr viel Gutes getan in jeglicher Filmform, in denen sie mitgearbeitet haben. Aber nicht nur das war die größte Information, denn sie haben live auf der Bühne angekündigt, wer der nächste oder wer der Schauspieler für Dr. Doom ist. Ladies and gentlemen, as proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe, we give you the one person who could play Victor Von Doom. New mask, same task. What can I tell you? I like playing complicated characters. Es ist unfassbar Gänsehautmoment gewesen. Das hat, glaube ich, kein Mensch mitgerechnet. Vielleicht eine ganz kleine Handvoll, aber ich habe nichts irgendwo durchsickern sehen, dass diese Theorie im Raum stand. Es gab super viele Momente oder super viele Theorien über, wer könnte Dr. Doom spielen. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, der wird das Ding rocken. Ich glaube, wir werden sehr, sehr viel halt leider Iron Man in ihm sehen, weil wir es einfach als Iron Man vermissen und als Iron Man kennengelernt haben. Aber so wie wir Robert Downey Jr. kennen, wird er diese Rolle einfach nur rauchen. Der wird sie in seiner Pfeife anzünden und wie diese Rolle on fire setzen. Das wird, glaube ich, einfach nur herrlich. Vor allem, weil es einfach mal ein Robert Downey Jr. ist. Ein Marvel-Charakter, der wirklich sehr, sehr dunkel und sehr, sehr böse sein kann. Ich glaube, Robert Downey Jr. selbst findet es super geil. Es ist, glaube ich, mit einer der geilsten Lösungen fürs MCU zu sagen, hey, Iron Man ist tot, aber Robert Downey Jr. bleibt im MCU. Es gibt schon jetzt Theorien darüber, ja, ist es dann die Variante von Tony Stark und bla bla bla. Bin ich absolut kein Fan von. Es soll Dr. Doom sein.
Victor von Doom, es ist kein Tony Stark. Wenn sie es so umsetzen, fände ich ein bisschen komisch, aber an für sich, ich glaube, das wird einfach nur Bombe. Und damit hat auch wirklich, glaube ich, ganz wenig Marvel-Fans gerechnet. Das war das Highlight dieser Comic-Con in meinen Augen. Und ja, wie ich schon sagte, dieser Film baut dann mehr oder weniger auf den Fantastic Four auf. Denn die Fantastic Four werden, ne, Dr. Doom, daher kriegt er seine Kräfte, bedeutet rein theoretisch, ich weiß leider wirklich nicht, wie es Comic-akkurat ist, wie Dr. Doom zu seinen Kräften kommt. Wenn wir jetzt die alten Filme betrachten, reist er ja mit den Fantastic Four ins Weltall, da werden sie getroffen von einer Strahlung und dadurch bekommt er seine Kräfte. Wenn das hier der Fall wäre, würde es bedeuten, wir bekommen Robert Downey Jr. schon in Fantastic Four zu sehen. Ist die Frage, ob sie es machen, ob sie direkt damit Dr. Doom einführen, ist fraglich, aber es wäre theoretisch möglich. Ja, das war die News des Tages auf jeden Fall. Big News ever. Aber es geht auch noch weiter und eine Sache, die mich genauso in Zukunft freut, und zwar, das ist der nächste Avengers-Film, weil der könnte wirklich reinknallen. Wenn Doomsday schon reinknallt, dann wird der hier auch reinknallen. Avengers Doomsday soll ungefähr im Mai 2026 erscheinen und das ist schon noch ein Stück, aber sie sollen sich lieber Zeit lassen, als irgendwas zu sehr zu erzwingen. Genau das gleiche für den nächsten Film, denn der erscheint im Mai 2027 und zwar ist es Avengers Secret Wars. Es gibt eine ganze Comicreihe zu Secret Wars. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Das, was ich so ungefähr rausgelesen habe, ist im Prinzip, das Multiversum ist am Kollabieren. Alles fällt ineinander. Alles baut auf zum Beispiel Doctor Strange Multiverse of Madness aus. Anscheinend auch viel von Deadpool Wolverine Post-Credit-Scene. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Steinigt mich bitte nicht. Viel davon soll schon darauf hinweisen. Und es geht im Prinzip darum, dass alle Helden und alle Schurken gegeneinander kämpfen in einem riesigen XXL-Kampf auf der sogenannten oder in der sogenannten Battle World. Wie gesagt, ich kenne mich nicht mit dieser Comic-Reihe oder den Comics da drüben aus, aber an für sich, allein der Gedanke, dass wir jetzt die X-Men bekommen im MCU, dass wir die Avengers haben im MCU, dass wir fucking Fantastic Four bekommen im MCU, die Tatsache, dass das alles gegeben ist und dadurch all die Bösewichte entstehen und da sein können. Und wenn wir jetzt dann auch davon ausgehen, dass wir multiversale Varianten bekommen, sprich, es könnte sein, dass wir Robert Downey Jr. nochmal als Iron Man sehen, nur in einer anderen Variante. Dass er als Robert Downey Jr., als Tony Stark, Iron Man, gegen seine Variante oder gegen ihn als Dr. Doom kämpft. Das alles ist möglich. Es ist ein multiversaler Krieg und es bedeutet einfach nur, wir bekommen so viele Helden, so viele Schurken. Es gibt keine Grenzen, es ist super viel möglich. Und ich hoffe, da nehmen sie dieses Potenzial. Auch hier die Russo Brothers führen Regie. Das sollte eigentlich nur gut werden, ähnlich wie Infinity War Endgame. Ich hoffe, dass sie da wirklich richtig krass einen reinhauen. Dann gab es noch zwei Infos, die aber wirklich nur ganz leicht angeteased wurden. Und zwar geht es da um Shang-Chi 2 und um Spider-Man 4. Da gab es aber noch keine großartigen Infos zu. Es ging einfach nur darum, hey, es sind Dreharbeiten, es sind Gespräche, es sind Verhandlungen, bla bla bla. Also kein nichts Handfestes, aber schon mal, es wurde schon mal angesprochen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, diese ganzen News, die da jetzt hier auf dem Papier stehen, waren wirklich unfassbar geil. Alles das, habe ich das Gefühl, könnte was Gutes sein. Vor allem, und das finde ich super wichtig, weil wir sehr, sehr wenig Serien haben. Wir bekommen wieder mal viele Filme und sie hatten jetzt echt lang Zeit, um auf Kritik einzugehen, um zu sagen, okay, das ist das, was die Fans wollen, das wollen sie nicht. Wenn sie das umgesetzt bekommen, wird, glaube ich, 2025 sowieso, aber auch die nächsten Jahre danach, also 2026 und 2027, einfach nochmal ein Marvel-Jahr. Wenn sie es gut umsetzen. Und das ist natürlich die große Frage. Kriegen sie es hin? Marvel hat in den letzten Jahren leider sehr, sehr viel reingeschissen. Dieses Meme von wegen Marvel is dead, Marvel is not dead, Marvel is dead. Es ist so, man kann es wirklich einfach perfekt auf diese Zeit hier anwenden. Wenn sie es gut umsetzen, wird es ein super geiles Jahr oder super geile Jahre. Wenn nicht, dann wird es halt wieder mal verschwendetes Potenzial werden. Aber ich glaube wirklich, spätestens wenn wir die ersten Teaser und Trailer bekommen, ich glaube, das könnte einfach nur geil werden. So, jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr das alles schon mitbekommen? Wie findet ihr diese Informationen? Freut ihr euch auf die Filme? Was ist eure Meinung dazu? Seid ihr eher negativ oder positiv aufgestellt? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann checkt auch gerne mal den Kanal aus. Vielleicht bleibt ihr hier und lasst ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr jetzt noch meine Meinung zum Captain America 4 Trailer sehen wollt, wie gesagt, das Video ist hier verlinkt, auch eine andere Trailer-Reaction, alles mögliche mal hier verlinkt. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es ist. Es sollte wirklich nur kurz werden eigentlich, das Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin, bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.